Hallo und herzlich willkommen bei den Alrix. Wir spielen heute wieder eine Runde Cthulhu. Mit dabei sind wie immer die Niki, der Podrick, die Marina und der Mario. Mein Name ist Alex und ich darf diese wunderbare Runde heute wieder leiten. Wir orientieren uns Cthulhu-technisch heute etwas anders als beim letzten Mal. Und zwar spielen wir ein Szenario aus The Things We Left Behind. Das ist dieses schöne Buch hier. Das ist von Stygian Fox. Es sind 6 Szenarien darin enthalten. Und wir wollen heute das erste davon spielen. Es nennt sich Ladybug, Ladybug, Fly Away Home. Ihr merkt schon, das Buch ist auf Englisch. Ich weiß bisher nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ich glaube nicht. Für alle, die es interessiert, ihr könnt euch das bei DriveThruRPG runterladen, wenn ihr das selbst mit eurer Runde spielen wollt. Wir haben wieder ein paar Kleinigkeiten verändert und an unsere Runde angepasst, wie wir das ja sehr häufig tun. Die Szenarien sind alle eigentlich für Cthulhu Now geschrieben. Wir spielen das erste aber am 2. August 1984. Das war ein Donnerstag. Und der Ort der Handlung ist die Vorstadt von Cleveland, Suburban Cleveland in Amerika, in Ohio. Es beginnt erstmal ganz irdisch mit der tragischen Entführung eines 5-jährigen Kindes. Hier ist vielleicht der Hinweis angebracht, ihr seht es schon hier. Die Abenteuer in diesem Band fallen alle etwas heftiger aus. Drum hier oben der Hinweis, for mature gamers. Unsere Investigatoren stehen alle entweder im Polizeidienst oder werden von den Behörden als Hilfe herangezogen. Und deshalb ist es sehr wichtig zu erfahren, wer denn unsere Investigatoren heute sind und welche Rollen sie eingenommen haben. Werden wir mit der Niki beginnen? Gerne. Mein Name ist Claire Thompson und ich bin seit über 10 Jahren bei der Kinder- und Jugendschutzbehörde hier in Cleveland tätig. Ich arbeite mit Familien, die aufgrund von Drogenproblemen, psychischen Belastungen oder Armut oder sonstigen Gründen nicht so für ihre Kinder sorgen könnten, wie es die Kinder verdient hätten. Da in diesen Familien leider auch oft häusliche Gewalt an der Tagesordnung steht, arbeite ich sehr eng mit dem ortsansässigen Sheriff Porter zusammen. Wenn es gar nicht mehr geht, entscheiden wir auch oft, dass die Kinder sofort von der Familie weggenommen werden müssen. Oftmals kommen die Kinder dann zur Pflege ein paar Wochen zu mir, bis wir einen besseren Platz für sie gefunden haben. Das Wohl der Kinder liegt mir wirklich sehr am Herzen. Deshalb werde ich alles mir Mögliche tun, um den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Da kenne ich keine Kompromisse. Vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Kommen wir zum Podrick. Wer bist du denn heute? Ja, ich bin Sheriff Tobias Porter. Ich bin schon lange hier im Cleveland County Chief Sheriff und habe schon so einiges gesehen, aber gerade meine Arbeit mit Miss Thompson ist mir sehr wichtig, da ich selbst auch eine Tochter verloren habe und lebe jetzt alleine, da meine Frau sich durch das Verschwinden meiner Tochter sich scheiden hat lassen. Aber dennoch möchte ich der starke Arm des Gesetzes hier in Cleveland sein und bin immer bedacht darauf, das Gesetz zu vertreten. Und vor allem, wenn es um Kinder geht, geht mir das immer sehr nahe. Danke auch dir für deine Vorstellung. Wer ist denn die Marina heute? Ja, ich spiele heute Dr. Florence Midder, meines Zeichens Ägyptologin. Und ich bin ein wenig verwundert und auch verstimmt. Was habe ich hier mit einer Kindesentführung zu tun? Ich bin eigentlich am Metropolitan in New York tätig, welches derzeit staatlich gefördert ist und dadurch sich die Behörden die Freiheit herausnehmen können, jederzeit beratende Personen heranzuziehen. Was jedoch eine Ägyptologin an einer Kindesentführung zu suchen hat, das ist eine Frage, die ich zu klären gedenke. Ich bin eigentlich gerade auf Urlaub am Lake Erie und vielleicht liegt es einfach daran, dass ich in der Nähe bin, dass ich angefordert werde. Ja, es wird auf alle Fälle eine meiner ersten Fragen sein, warum eine Ägyptologin und eine Kindesentführung? Diese Frage kann womöglich der Mario beantworten. Ich bin Special Agent Eric Hunter vom Federal Bureau of Investigation. Ich komme ursprünglich aus Michigan, wo ich 5 Jahre lang als Polizist gearbeitet habe. Vor 3 Jahren ungefähr wechselte ich zum FBI.
Es war immer mein Wunsch, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um den Menschen zu helfen. Auch wenn ich dabei manchmal Dinge tun muss, die mir nicht gefallen. Meine Verbrechensaufklärungsrate liegt bisher bei 100%, da ich immer alles gebe und weder Kosten noch Mühen scheue. Ich glaube nicht an das Übernatürliche. Auch wenn ich so manches wirklich erschreckende und unerklärliche Dinge gesehen und untersucht habe. Auf der ersten Seite meines Adressbuches steht mein Freund Lieutenant Deacon Hayes von der NSA, der mich in Fragen der nationalen Sicherheit berät und unterstützt. Wir kennen uns seit dem Polizeidienst. Es gibt kaum etwas, das mir entgeht, und seien es Spuren, Lügen oder böse Absichten. Ich bin körperlich fit und kann ganz überzeugend sein, was mir in meinem Dienst schon viele Male geholfen hat. Meine Frau Lily und ich haben einen Sohn, Charlie, der ungefähr in dem Alter des verschwundenen Mädchens Regina ist. Ich kläre diesen Fall. Ich finde die Kleine. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Dank dir für diese wunderbare Interpretation deines Charakters. Nun, da wir wissen, wen es treffen wird, werden wir uns auch nicht mehr länger aufhalten und nach einer kurzen Pause ins Abenteuer starten. Bis gleich. Suburban Cleveland, Ohio. Freitag, 3. August 1984. Sheriff Porter sitzt in seinem Büro und versucht, den nervigen Reverend zu ignorieren, der ihn bei jedem Handgriff über die Schulter sieht. Der Sheriff kann den Mann verstehen. Gestern um 18.30 Uhr wurde seine 5-jährige Tochter aus dem Kaufhaus The Big Box Store entführt. Das Kind war mit ihrer Mutter und der Frau des Reverend unterwegs, als ein unbekannter Mann sich das Kind geschnappt und die Mutter verletzt hat. Niemand weiß, wo sich das Kind im Moment befindet, und Sheriff Porter hat das FBI eingeschaltet. Er erwartet Agent Eric Hunter jeden Moment in seinem Büro und ist froh, als es endlich an seiner Tür klopft. Es ist 3 Uhr nachmittags, als du, Agent Hunter, in das Büro von Sheriff Porter eintrittst. Du siehst den Sheriff an seinem Tisch sitzen und bei ihm, so etwas hinter ihm, steht ein hochgewachsener Mann, so fast 40, in einem Priestergewand. So wie du es kennst, schwarz mit dem weißen Kragen. Und er redet ziemlich hektisch auf ihm ein, als du eintrittst. Lassen Sie sich stören? Ich denke, er sieht auf, als du eintrittst. Guten Tag, sind Sie Sheriff Porter? Ah, sind Sie der Mann vom FBI? Ja, Special Agent Eric Hunter, es freut mich, Sie kennenzulernen. Sehr gut, Tobias Porter. Gut, Sie sind Reverend. Guten Tag, Sir. Guten Tag, ich bin Reverend John Balfour. Es freut mich außerordentlich, dass sich das FBI eingeschaltet hat, denn es ist schon ein Tag vergangen und bitte finden Sie meine Tochter. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, Sir. Ja, ich muss auch sagen, Sheriff Porter ist wirklich sehr, sehr, sehr kompetent. Er hat schon viel getan, sehr, sehr viel getan. Aber nun ja, es kann alles passieren. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, wer der Entführer ist. Beruhigen Sie sich, Sir. Wie gesagt, wir werden unser Möglichstes tun. Hatten Sie schon ein Kaffee ist vielleicht keine gute Idee, Sie sind sehr aufgebracht. Sheriff, Sie haben doch einen Drink. Im Dienst trinke ich nie. Ausgezeichnet. Nun, Sir Reverend, wollen Sie vielleicht kurz draußen warten? Wir müssen unsere Aufzeichnungen vergleichen. Ich würde gern hierbleiben, wenn es recht ist. Sie verstehen mich. Meine Tochter, es ist meine einzige Tochter. Ich finde, dass ich ein Recht habe, alles mitzubekommen, was Sie hier Reverend, ich bitte Sie, zu erzählen haben. Ihre Frau ist noch immer im Hospital. Sie braucht jetzt Ihre Hilfe. Ja, ich weiß, aber sie ist damit einverstanden, dass ich hier bleibe. Es ist von äußerster Wichtigkeit. Es ist doch unser einziges Kind. Und ein Grund mehr, dass Sie Ihre Frau unterstützen im Hospital. Ich muss sie noch befragen, also werde ich nochmal ins Hospital schauen. Auch der Wachmann, der angeschossen worden ist, befindet sich noch dort. Auch noch ein wichtiger Zeuge. Ja, ich weiß das alles, aber ich warte einfach hier in der Ecke und ich werde still sein.
Nein, nein, das kann ich nicht. Das sind wichtige Investigationen, die sind nicht für private Ohren. Außerdem wollen wir Sie nicht unnötig aufregen mit unseren Spekulationen. Also ich nehme den Reverend und verfrachte ihn okay. So noch draus. Er wehrt sich nicht, also er versucht ja, zwar mit Worten... Das ist Police Investigation, da hat ein Zivilist nichts zu tun. Aber Sie halten mich auf dem Laufenden, ja, wenn ja, Sie etwas... Ja, ja, ja. Gehen Sie zu Ihrer Frau. Und ich verfrachte ihn nach draußen. Okay. Und schließt die Tür hinter ihm. Ja. Seid ja. ihr beide allein. Sheriff, das war der Kindesvortrag? Jawohl. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Ermittlungen? Nun, ich habe einiges herausgefunden. Am besten ist es, wenn Sie mir Ihre Informationen zukommen lassen, was Sie noch von diesem Fall alles wissen, damit ich sie auffüllen kann. Der Name des Kindesvaters hat mir gleich einige Glocken klingeln lassen. Ich möchte erst noch einige weitere Nachforschungen anstellen, bevor ich diese Informationen mit Ihnen teile. Sie verstehen, Verschlussakten, FBI. Allerdings... Sie können mit meiner uneingeschränkten Kooperation rechnen, wenn ich auch mit Ihrer uneingeschränkten Kooperation selbstverständlich rechnen kann. Außerdem, Sheriff, ich werde zwar nominell diese Aktion leiten, doch hoffe ich, dass wir eng zusammenarbeiten können. Ihr Wissen über die Menschen dieses Ortes ist einfach unersetzlich. Danke, dass Sie so viel Vertrauen in mich setzen. Selbstverständlich, Sir. Ja, also, was einige Zeugen auch sagen, berichten konnten, ist, dass der Fluchtwagen... angeblich von einer jungen Frau gefahren wurde. Einige Zeugen konnten sogar die Fahrzeugnummer sich merken und aufschreiben. Und diese Fahrzeugnummer haben wir schon bereits überprüft. Die Nummer gehört zu einem schwarzen Ford Fiesta. Darf ich hier ganz kurz unterbrechen? Es klopft an der Tür. Du hörst es? Ja, herein. Ich komm rein. Ah. Sheriff. Miss Thompson! Ich habe gehört, Regina? Regina ist verschwunden? Ja, kommen Sie rein. Wir können Ihre Expertise auch gut gebrauchen. Guten Tag, Ma'am. Ich bin Special Agent Eric Hunter vom FBI. Claire Thompson, ich bin vom Jugendschutz. Ausgezeichnet. Miss Thompson hat einige Erfahrung mit solchen Dingen. Wir haben schon oft zusammengearbeitet, wenn es um so... Kindesmisshandlungen und Kindesentführungen gegangen ist. Naja, Entführung kommt ja zum Glück nicht besonders oft vor. Ja, Gott sei Dank. Aber Regina? Wirklich? Regina Balfour ist verschwunden? Ach zu meiner Güte. Vor ungefähr 3 Jahren hatte ich sie in Pflege. Also, wirklich? Ja, sie war für ein paar Wochen bei mir, bis sie dann wieder zurück zur Familie gekommen ist. Vor 3 Jahren, sagen Sie? Ja, vor 3 Jahren. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Vielleicht erklären Sie mal, was passiert ist. Alles ist wichtig. Alles könnte von Bedeutung sein. Ihr seht plötzlich, wie die Türe aufgeht und der Reverend wieder den Kopf hereinsteckt und sagt, ich habe gesehen, dass noch jemand Ihr Büro betreten hat. Ist Ihre Besprechung denn nun zu Ende, Sheriff? Kann ich erfahren, was Sie besprochen haben? Gibt es schon Neuigkeiten? Nein, Reverend. Bitte, warten Sie draußen. Und ich dränge ihn wieder hinaus und verschließe die Tür und sperre diesmal ab. Ja. Das ist eine leitende Ermittlung. Wir müssen hier... Da hast du so vollkommen recht. Ja. Gibt es denn schon Anhaltspunkte, was passiert ist? Nun, um den gesamten Fall nochmal für Sie aufzurollen. Also... Jemand anderes hat das Gebäude betreten? Ich. Ach so, vielleicht ist es Sie. Da würde ich das mal abwarten, vielleicht zusammenfassen, damit das gleich alle hören. Egal. Macht nicht. Gut, Regina Balfour ist entführt worden, gestern am 2. August. Sie war mit ihrer Mutter in einem Schuhgeschäft unterwegs, im Big Box Store. Bis dann ein unbekannter Mann das Mädchen entführt hat, hinausgetragen hat, in ein Auto gesetzt hat, eine zweite Person mit dem Auto weggefahren ist, der Mann wieder zurück in das Geschäft, hat wild um sich geschossen. Währenddessen sind wir kontaktiert worden, ich und mein Deputy. Wir sind hin, haben versucht, den Mann zu beruhigen. Dabei hat er den Wachmann, Steve Farron, angeschossen. Die Mutter wurde verletzt bei der Attacke. Aber sonst wurde niemand irgendwie tödlich getroffen oder so. Und der Schütze selbst? Der Schütze selbst hat sich dann selbst gerichtet.
Hast du meine Güte? Das war ein ganz schöner Schock. Wurde er durchsucht? Hat er irgendetwas bei sich? Nein, nichts, nichts. Aber die Waffe konnte konfisziert werden und es wurde schon eine Registrierungsnummer, nach der Registrierungsnummer gesucht. Und die Waffe war auf einem gewissen Agent George Layston vom ATF registriert. John Layston? George. George Lewiston? Lewiston. Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Kennen Sie diesen Mann? Ich werde es überprüfen. Warum macht jemand vom ATF so etwas? Das ist eine gute Frage. Und die Person, die mit Regina geflüchtet ist, gibt es da schon Anhaltspunkte? Nun, wie ich gerade Agent Hunter sagen wollte, einige Augenzeugen haben das Kennzeichen des Wagens sich merken können. Der schwarze Ford Fiesta. Und es war ein schwarzer Ford Fiesta vom Baujahr 1978, der registriert wurde auf eine gewisse Lindsay Peel. Lindsay Peel. Miss Thompson, kennen Sie die? Das ist meine Kollegin. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich Regina ein paar Wochen bei mir hatte. Grund dafür war Lindsay Peel. Was? Sie hat damals angegeben, es war eine große Sache, jeder kennt die Geschichte, aber es ist Lindsay, sie ist dann nicht rausgeworfen worden oder so, weil... Also, wo ist diese Lindsay jetzt? Also soviel ich weiß, ist sie seit 2 oder 3 Tagen verschwunden. Sie ist nicht mehr auf der Arbeit aufgetaucht. Folgendes ist damals passiert. Sie hat, wissen Sie, sie war immer eine gute Kollegin. Wir waren jetzt nicht besonders gut befreundet, aber sie hat ihre Arbeit super gemacht. Hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, aber sie ist eines Tages zu mir gekommen und hat gesagt, sie kennt dieses Mädchen und sie hat einen Hinweis bekommen, dass sie misshandelt wird oder so. Und sie dürfte dann mit dem Richter ziemlich geflirtet haben und es ist ihr durchgegangen, dass sie das Kind, also Regina, sofort von der Familie wegnimmt und hat dann die Gerichtsanhörung, weil natürlich will man ja aufklären, warum wird die Tochter da weggenommen, hat das dann wochenlang aufgeschoben. Deshalb war Regina 6 Wochen lang bei mir in Pflege und es kam dann eben 6 Wochen später zu dieser Anhörung. Und diese anonyme Quelle, also sie hat, ich kann nicht mehr klar denken. Das ist ja also, eine ganz schöne Sache. Lindsay hat gesagt, diese anonyme Quelle hat ihr geflüstert, dass der Reverend irgendetwas am Laufen hat und dass die Tochter sofort weg muss. Und sie hat dann die Anhörung 6 Wochen rausgezögert und dann bei der Anhörung, das ist eigentlich alles fallen gelassen worden, weil es gab ja nur diese anonyme Quelle. Aufgrund dessen ist sie weggenommen worden und die Quelle war ja nicht mehr da. Huh. Und Lindsay Peel ist dann sogar, ja, der Richter hat ihr angedroht, wenn sowas wieder passiert, sie sofort zu verhaften. Und sie ist nur deshalb nicht gleich suspendiert und rausgeworfen worden, weil sie sich bis dahin nie etwas zu Schulden kommen hat lassen. Also das ist schon sehr, sehr seltsam. Wieso sollte sie so etwas tun? Miss Thompson, ich habe hier in meiner Brieftasche ein Formular, das Sie bitte unterschreiben müssen. Damit darf ich Ihnen, nun, damit geben Sie Ihr Einverständnis zum Schweigen, damit ich Ihnen ein paar Informationen über verschlossene Akten geben kann. Okay. Das ist hier eine Formalität. Bitte hier unterschreiben. Okay. Aber Agent Hunter, ich bürge für Frau Thompson. Ich bin mir dessen absolut sicher. Das ist einfach nur Bürokratie. So. Ja. Nun, soll mir recht sein hier? Sie erwähnten, das war es John Balfour, der irgendetwas am Laufen hatte. Ich habe da ein paar genauere Informationen. Ich erinnere mich grob. Ich werde die genaue Akte noch anfordern. Ja, angeblich. Also Lindsay hat mir damals gesagt, dass die Balfours eine sektenähnliche Kirche führen würden. Ja, das ist auch noch meine Information. Außerdem wird ihnen, glaube ich, vorgeworfen, Waffenschmuggel betrieben zu haben. Na, laut irgendwelchen Dokumenten, die sie mir damals gezeigt hat, ist Reverend Balfour auf der Beobachtungsliste für die radikale inländische Terroristengruppen des FBIs und der ETFs? Ja, ganz genau, das sind meine Informationen. Ich werde die Akte noch einmal genauer anfordern. Ich denke, in diesem Bericht habe ich auch den Namen George Lewiston gelesen. Ja, aber wenn Sie auf... Ein Agent vom ETF, doch ich weiß es nicht mehr genau. Aber warum würde dann jemand vom ETF dieses Kind entführen und um sich schießen? Nun, Sie sagten, der Schütze wurde nicht identifiziert?
Durch die Registrierungsnummer muss man sagen. Noch nicht. Halluisten. Doch, ich denke, ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Kennen Sie den persönlich? Es ist einige Jahre her. Persönlich kennen, nein. Partner in einem Auftrag. Wissen Sie, wie er aussieht? Ich müsste ihn wieder können, identifizieren können. Denn der Schulladen hatte solche neumodischen Videokameras. Mhm. Und wir haben die Kassetten bekommen, aber ich habe noch keine Zeit gefunden, sie durchzugeben. Wo liegt die Leiche? In diesem Leichenschaus. Warum wollt ihr euch jetzt auf Lewiston konzentrieren? Das Kind ist noch unterwegs. Wenn Lindsay mit dem Kind unterwegs ist, müssen wir herausfinden, wohin. Dieser Mann ist leider oder Gott sei Dank tot. Hier können wir ihn nicht mehr. Wenn wir den genau Schützen jetzt sind. Möchte ich noch mal kurz stören. Ihr hört ein energisches, genervtes Klopfen an der Tür und du wiederum hörst drinnen vom Büro erhobene Stimmen. Eine weibliche erhobene Stimme, die ja, laut diskutiert. Ja, ich gehe zur Tür, schließe auf und öffne die Tür. Und du siehst eine dir unbekannte Frau. Ma'am? Sheriff Porter? Das bin ich. Ich wurde hierher bestellt. Aus meinem Urlaub. Von wem? Irgendein FBI-Fritz hat wohl bei meiner Chef angerufen und der hat mich angerufen, dass ich sofort hierher kommen soll. Irgendetwas mit Kindesentführung und ich frage mich nun wirklich. Ich öffne die Tür und weise auf. Dr. Miller! Ist der auf? Gefährle. Special Agent Eric Hunter, ich bin derjenige, der Sie angefordert hat. Es ist mir ein Vergnügen. Ah. Wenn alles gut geht und unsere Zusammenarbeit fruchtbar ist, können Sie äußerst bald wieder in Ihren Urlaub zurück. Kindesentführung. Wofür brauchen Sie mich? Ja. Ich werde Ihnen bald noch die gesamten Informationen an eine Akte, die ich anfordern werde, zukommen lassen. Ich denke aber, dass Sie, da Sie schon in der Nähe waren, eine gute Hilfestellung liefern können. Zu dem, nun, ich bin hochgespannt zu hören, worum es geht. Wissen Sie, ich wollte gerade schwimmen gehen. Ja, nun, ist nachvollziehen, es ist Sommer, aber Sie werden sich gedulden müssen. Miss Miller? Ja, Dr. Florence Miller. Hallo, Herr Thompson. Hallo, Miss Thompson. Ich bin Psychologin. Was ist Ihre Aufgabe hier? Das frage ich mich auch. Ich bin von Beruf aus Ägyptologin und mich verwundert es nun sehr, dass man mich aus dem Urlaub holt wegen einer Kindesentführung. Zuerst einmal unterschreiben Sie diese Verschwiegenheitserklärung. Wieso? Was ist das? Eine Verschwiegenheitserklärung. Moment. Was haben Sie uns warum? Jeder Beteiligte an diesem Fall, der vertrauliche Informationen aus einer FBI-Akte, die gesperrt ist, erhält. Ich gehe davon aus, dass ich das unterschreiben muss. Ich nehme ja Agent Hunter mal hier zur Seite. Agent Hunter? Warum eine Ägyptologin? Ja, ich habe Ihnen bereits gesagt, der Name, da klingelte etwas und deshalb habe ich etwas nachgeforscht und im Zentralarchiv eine Eintragung über eine Akte gefunden, wonach Reverend John Balfour eben in diese Sektenaktivitäten verwickelt war. Höre ich da den Namen John Balfour? Ja, der Reverend, der Kindesvater. Sie sagen mir, das entführte Kind ist die Tochter von John Balfour. Ja, so ist es, was außerordentlich besorgniserregend ist. Da der Vater scheinbar in den letzten Jahren, womöglich auch noch aktiv, der Leiter einer ägyptischen Kultusgemeinschaft, einer Sekte ist. Ah, daher sind Sie also auf mich gekommen. Ja, Sie waren in der Nähe und verfügbar. Was haben Sie mit dem Reverend zu schaffen? Nun wissen Sie, es ist schon einmal vorgekommen, dass ich von den Behörden kontaktiert wurde, um zu unterstützen. Und damals hat man mir ein sehr seltsames Buch zur Analyse zukommen lassen, was von besagtem John Balfour geschrieben wurde. Es handelt sich dabei um einen Kultgegenstand seiner seltsamen Sekte, die dem schwarzen Pharao huldigt. Es ist ein sehr seltsames Buch. Aufgeteilt in 4 Kapitel, soweit ich mich erinnere, die ersten beiden waren eigentlich Kopien der Bibel, Genesis und Exodus. Der dritte Teil war ein seltsamer Text über die Sekte und im vierten Teil waren seltsame Karten und Formeln und... Ja, ich erinnere mich... Wie seltsam? Gefährlich seltsam oder verrückt Nun ja, Sie wissen so, dass das übliche Gerede von Spinnern, dass die Welt untergehen wird und dergleichen. Es war ein wenig kodiert, es war teilweise Kauderwelsch, der eventuell ein Gebet sein könnte und überall Referenzen auf die 10 Plagen in Ägypten und einen schwarzen Pharao der wiederkehren und alle richten wird, aber... Nun ja, ich habe meine Analyse damals dem ermittelten Agenten zukommen lassen und dann war die Sache für mich erledigt. Tut es etwas zur Sache? Ich kann... Der Kopf der falschen Schlange? Ja,
Ja, ich erinnere. Ich meine, so hieß das Buch. Ich hatte es mal in Händen, aber es, wie Sie sagen, Kauderwelsch. Fiktives Gebrabbel von irgendeiner Religion. Ja, wie hieß die Sekte? Können Sie sich erinnern? Die Schwarze Pharao. Die Sekte des Schwarzen Pharao. Ich denke, es war die Kirche des Schwarzen. Die Kirche des Schwarzen. Ich weiß nicht, ob dieses das nicht. Nun ja. Wissen Sie, ich kann die Aufzeichnung anfordern lassen aus dem Museum, oder Sie können sie vielleicht anfordern lassen, wenn das etwas zur Sache tun sollte. Ich wüsste aber nicht, was uns das hier helfen könnte. Ich habe einen direkten Kontakt ins Archiv. Mein Freund Lieutenant Hayes kann mir die Informationen recht schnell durchgeben. Ich denke, es ist etwas schneller, als wenn Sie von Ihrer Quelle anfordern. Ja, vermutlich. Doch es ist vielleicht interessant, die Informationen zu vergleichen. Vorausgesetzt, wir haben die Zeit dazu. Naja, was auch immer uns das helfen soll. Zeit haben wir nicht. Immerhin, es geht immer um eine Entführung, ja. Pile ist schon seit Stunden mit der kleinen Regina unterwegs, oder? Gab es irgendwelche Sichtungen in anderen Orten? Sie könnte irgendwo sein. Meine Leute sind auf Streife. Wenn sie den Wagen finden, dann werden sie ihn aufhalten. Meine Güte, sie haben Entführer ihre Entführungsopfer ungefähr 52 Stunden bei sich, bevor sie sich des Opfers entledigen. Also nehmen wir das als das sind, groben Fixpunkt für uns. Das sind sehr schlecht gewählte Worte für ein kleines Mädchen. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass das Ganze mit der Sekte zu tun hat? Oder wie kann ich hier helfen, wenn Sie mich schon aus meinem Urlaub geholt haben? Nun ja, der einzige Verbindungspunkt ist der Reverend. Wenn er angeschuldigt worden ist, mit dieser Sekte irgendwas zu tun zu haben und seine Tochter wurde entführt? Sure. Vielleicht. Können wir ihn festsetzen, bis wir irgendwas so genaueres wissen? Ohne einen triftigen Grund. Vielleicht nur in Untersuchungshaft. Hat sich der Reverend schon irgendwie geäußert zu seiner Verbindung zu Lindsay Peel? Haben Sie ihm schon mitgeteilt? Nein, das ist Identität? Nein, warum auch? Mhm. Könnten Sie mir kurz einen Überblick über den Fall geben, wenn ich hier schon meinen Urlaub verbringen muss? Ich bringe es up to date. In diesem Fall. Okay. Danke, Sheriff. Wird das nicht nochmal. Ich schaue nochmal so aus der Tür raus. Steht der Reverend noch da? Du siehst ihn nicht. Dann hat er wahrscheinlich meinen Tipp wahrgenommen und ist zu seiner Frau ins Krankenhaus. Hm. Wo ich auch noch hin möchte und Mr. Farron nochmal besprechen, also verhören möchte. Gut. Ladies, Sir und Gentlemen, ich schlage vor, wir machen uns umgehend ans Werk. Ich denke, wir haben schon eine grobe Einteilung, was zu tun ist. Ich werde mir zuallererst die Identifizierung des Schützen vornehmen. Wenn es wirklich George Lewiston ist, werde ich ihn sofort identifizieren. Ja, Lewiston. Habe ich auch von. Das war damals der Agent, der mir dieses Buch hat zukommen lassen. Das ETF? Ja. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, aber das wird immer seltsamer. Das sind schon zu viele Zufälle, oder? Ja, das ist in der Tat ein wenig seltsam. Gott verdammt. Wann haben Sie denn das Buch bekommen? Nun, das ist einige Jahre her, ja, vor drei Jahren. Vor drei Jahren? Sheriff, Lindsay Peel hat damals ja angegeben, dass ihre Quelle, sie wollte sie nicht preisgeben, aber kann man irgendwie herausfinden, ob sie irgendwie in Verbindung steht mit Lewiston? Entweder Lewiston oder sie fragen. Lewiston ist tot und sie ist irgendwo. Wissen wir nicht. Wissen wir noch nicht genau. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns mal an mit diesen Videokassetten. Videokassetten, der Ablauf wäre sicher interessant, aber ich denke, die Leiche reicht. Ihn zu identifizieren. Nun, wenn Sie eben die Buchanalyse, vielleicht haben Sie das Buch auch noch im Archiv. Wenn Sie das ordern können, dann das kann ich versuchen, nach Hinweisen zu suchen, was auch immer das. Tage dauern, bis das eintrifft. Können Sie Ihre Quelle anrufen und eventuell einige Passagen abfragen? Nun ja, das kann ich machen. Ich kann meinen Chef anrufen im Museum. Gut, hören Sie, ich gebe Ihnen diese Nummer. Ja. Das ist mein Verbindungsmann im FBI. Sagen Sie ihm, wer Ihnen diese Nummer gegeben hat. Er wird sie vermitteln und auch Ihnen... Ach, da müssen Sie noch eine Verschwiegenheitserklärung schreiben. Vergessen wir das für den Moment. Ich rufe einfach meinen Chef an. Das ist, glaube ich, einfacher. Melden Sie sich hier und vergleichen Sie die Informationen. Natürlich. Vielleicht war Lewiston die Quelle damals. Sheriff, haben Sie ein Telefon hier, wo ich kurz telefonieren kann? Ja, klar. Am Schreibtisch. Außerdem, Ma'am, denken Sie, hilft es, wenn Sie Nachforschungen zu Lindsay Peel an. Ich kann Sie mir die Akte nochmal durchlesen, aber ich weiß nicht, ob uns das irgendwie weiterhilft. Falls die Gerichtsakten irgendwie zugänglich werden, wäre das ausgezeichnet. Ja, oder wir selbst führen auch recht gut Buch über alles, was wir jedes Detail beruflich so machen. Ja.
Miss Thompson, Sie wissen ja, wie Miss Peel ausschaut. Ja, natürlich. Schauen Sie sich mit mir die Überwachungskameras an. Vielleicht ist sie... Sind die Überwachungskameras nicht nur im Gebäude gewesen? Es gab im Geschäft direkt 3 Kameras. Und Sie glauben, dass das... Vielleicht ist sie auf einen von denen zu sehen. Ja, ja. Ich bin die Einzige, die weiß, wie sie aussieht. Also ja, natürlich. Gut, wir schauen uns die Videos an. Nur ihr beide, sie telefoniert und du siehst auch mit die Videokassetten oder verlässt du das Erste? Obwohl, macht ihr das? Ich fahr zum Leichenhaus. Ja, das ist eben. Achso, im Keller des Sheriff County Gebäudes. Die Gerichtsmedizin. Die Gerichtsmedizin, natürlich. Okay, na dann, bevor das nicht Videomaterial ist. Ja. Okay, dann schauen wir uns. Wir brauchen dafür wahrscheinlich Stunden dafür, oder? Naja, ich würde mal sagen, du hast es schon eingegrenzt, okay, das Material. Du weißt ja zeitlich, wann das passiert ist. Mhm. Du weißt, the Big Box Store ist schon so fortschrittlich, dass er über 3 Videokameras verfügt. Genau. Und ja, die haben die Szenerie mehr oder weniger gefilmt. Zumindest die Bereiche, die sie abdecken konnten. Und ja, du hast dir die 3 Videokassetten kommen lassen. Ja, und das könnt ihr euch jetzt ansehen. Die Kamera in der Schuhabteilung hat die ganze Szene mehr oder weniger eingefangen. Auf ihr ist ein Mann etwa zwischen 40 und 50 zu sehen. Er trägt eine Sonnenbrille und eine Kappe. Er geht zu dem Einkaufswagen, in dem Regina sitzt, zieht eine Taschenlampe aus der Innentasche seiner Jacke und drückt sie der Mutter, Sarah Balfour, in den Rücken. Diese beginnt daraufhin zu zucken und sinkt zu Boden. Der Mann zieht Regina aus dem Einkaufswagen und verschwindet aus dem Bild. Kurze Zeit später kommt er wieder zurück und greift nach dem Rucksack, der neben Regina im Einkaufswagen lag. Er hat die Form eines Plüschmarienkäfers. Sarah Balfour hat sich inzwischen wieder halb aufgerichtet und bekommt einen Riemen des Rucksacks zu fassen. Der Mann dreht sich daraufhin um und tritt Sarah Balfour ins Gesicht. Er lässt aber den Rucksack los, da sich nun auch die ersten Umstehenden einmischen. Er rennt, immer noch mit Regina im Arm, aus dem Bild. Man sieht, wie ein Wachmann ihn verfolgt. Die Videokamera am Ausgang zeigt dann, wie der Entführer mit Regina im Arm einen Sicherheitsmann am Eingang zur Seite stößt und zu einem Wagen rennt. Er öffnet die hintere Türe, stößt Regina hinein und nimmt eine Waffe vom Beifahrersitz. Dann tritt er zurück, während sich der Wagen quietschend in Bewegung setzt. Er geht daraufhin zurück in The Big Box Store und schießt dem Wachmann am Eingang im Vorbeigehen in den Oberschenkel. Danach ist der Entführer hin und wieder auf den beiden Kameras im Inneren, mit der Kamera für den Kassabereich und der in der Schuhabteilung, zu sehen. Er fuchtelt vor Kunden mit seiner Waffe herum und schießt einige Male in die Luft. Dann verschwindet er immer wieder aus dem Bildbereich. Die Kamera am Eingang zeigt, wie panische Kunden das Geschäft verlassen. Etwa 20 Minuten später erscheint Sheriff Porter in Begleitung von 5 Deputies auf der Kamera im Eingangsbereich. Daraufhin kommt der Entführer aus dem Gebäude, stellt sich neben der Tür an die Wand und schießt sich in den Kopf. Wow. Ja, Sheriff, dieser Rucksack. Ja, wieso wollte er? Ist der gefunden? Ist der Rucksack gefunden worden? In diesem Moment klopft es an der Tür. Herein! Die Tür geht auf und du siehst, wie sich deine Sekretärin abmüht, also so mit dem Ellbogen die Türe aufmacht und sie trägt ein Tablett, auf dem 4 gefüllte Kaffeetassen stehen. Kommt ins Zimmer und sagt, der Reverend meinte, sie hätten vielleicht gerne Kaffee. Und der Reverend ist noch hier. Oh ja, der ist noch hier, natürlich. Okay. Sie haben ihm doch gesagt, dass er bleiben kann. Ja, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Nun nein, er ist im Revier und gelinde gesagt, er geht ja allen etwas auf die Nerven, Sheriff. Schicken Sie ihn nach Hause, endgültig. Nein. Könnten wir ihn nicht befragen zu seinen Connections zu diesem schwarzen Pharao-Ding? Also, ich stelle das Tablett hin. Möchte jemand Milch, Zucker? Oh, Schwarz. Nein. Danke. Danke, Susan, danke. Ja, Sheriff, setzen Sie ihn fest. In dem Moment lege ich auf. Also, ich habe mir meine Aufzeichnung geben lassen und es ist ein wenig seltsam.
Wissen Sie, in diesem Buch von John Balfour war ein Code eingearbeitet, sodass man im letzten Teil, was ich analysiert habe, drei Daten ablesen konnte, zu denen die Welt angeblich untergehen soll. Und das letzte Datum ist nur noch einige Tage entfernt, nämlich angegeben mit dem 7. August. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zur Sache tut, aber es kommt mir nun doch höchst merkwürdig vor. Vielleicht könnten Sie den Reverend hereinbitten, dass wir ihn ein wenig dazu befragen können. Das klingt doch wohl sehr weit hergeholt, oder nicht? Die ersten nun beiden Daten. Ja, ich tue hier nur meine Arbeit. Ja, ja, das ist schon richtig so. Aber die beiden anderen Daten liegen schon in der Vergangenheit? Nun ja, das erste Datum, was ich finden konnte, war der 2. August 78. Das war ein Mittwoch. Und das zweite Datum war Sonntag, der 2. August 81. Nun, wie wir wissen, ist an beiden Daten nicht die Welt untergegangen. Natürlich nicht, aber wie gesagt. Zweimal der 2. August und dieses Mal der 7. August. Welches ja. Jahr war das zweite Datum? 81. 81. Ja, vor 3 Jahren? Ich möchte den Reverend mal herholen. Okay. Zur selben Zeit, als die kleine Miss Balfour bei Ihnen gelebt hat. Ja, das stimmt allerdings. Das diese war 81. Also ja, ja. Was ist wichtig für die Kirche? Deine Sekretärin kann ihn holen, wenn wir hinausgehen, wenn du möchtest. Ja, Sheriff, ganz kurz, wurde der Rucksack gefunden? Da müsste ich den Bericht der Spurensicherung durchgehen. Ich finde es spannend, dass er unbedingt den Rucksack mitnehmen wollte. Hm, wissen Sie, die kleine Regina hatte Asthma oder irgendeine Lungenkrankheit. Also ziemlich heftig eigentlich für 2 Jahre. Sie musste jeden Tag Medikamente nehmen und sie hatte die Medikamente immer in diesem Rucksack. Ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch krank ist. Das bedeutet, das wäre ein Indiz dafür, dass dein Führer ihr Leiden kennt. Ja. Agent George Lewiston hat ja damals bei diesem Fall mitgearbeitet. Wahrscheinlich kann er sich an dieses Detail erinnern. Wenn er mit Lindsay Peel zusammengearbeitet hat, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Kleine von der Familie Balfour wegkommt, würde das ein Motiv für diese Tat bedeuten. Aber das würde doch auch bedeuten, dass sie ihr nicht Böses wollen, oder? Wer nimmt das denn könnte schon? Man annehmen, allerdings handelt es sich hier um Indizien. Und Mutmaßungen. Konnte man das Gesicht vom Schützen sehen? Ja, also die Kameras 1980, 1984 waren dementsprechend schlecht. Also, außerdem recht verhüllt ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, um jemanden zu identifizieren, ehrlich gesagt. Kam Ihnen bekannt vor, Herr Schütze? Ich sag mal, eine Probe auf verborgenes Erkennen. Du brauchst aber einen schwierigen Erfolg. Schwierig ist die mittlere Spalte? Ja, ganz geschafft, genau. 21. Wirklich? Mhm. Ist das möglicherweise sogar extrem? Nein. Ein extremer Erfolg? Um ein paar Punkte in extrem nicht, wird es helfen? Gut, ich sind schwieriger Erfolg bedeutet, er hat eine potenzielle Chance, das zu schaffen, hat mit einem B100 drauf gewürfelt und die Hälfte seines Werts, wenn er die unterwürfelt hat, dann ist es ein schwieriger Erfolg. Ich bräuchte nur 5 Punkte Glück, um das zu einem extremen... Es reicht mit schwierig. Okay. Danke sehr. Du brauchst eine Weile, glaubst aber schon, dass das Agent Lewiston ist, anhand der Statur, einfach anhand der Art, wie er sich bewegt. Du bist geschult, dass du darauf schaust. Du hast mit ihm zu tun gehabt, also... Du bist ja nicht hundertprozentig sicher, aber schon so zu 70% würdest du sagen, das ist Lewiston. Wie hat er sich dann in den Kopf geschossen, so dass man das Gesicht identifizieren kann? Er hat sich direkt ins Gesicht geschossen. Also er ist aus dem Eingang raus, hat sich neben dem Eingang mit dem Rücken zu der Mauer des Ladens gestellt, sich die Pistole also so auf die Stirn gehalten und... Beziehungsweise er wird es wahrscheinlich von unten machen. Okay. Mit dem, was er weiß. Also von unten die Pistole und dann von unten nach. Ich habe noch auf meinem Schreibtisch wahrscheinlich die Akte mit dem Tatortbericht, mit Augenzeugen und so. Ja. Steht da drin, dass da irgendwo ein Marienkäfer-Rucksack gefunden wurde? Ja, der wurde gefunden. Ha, hat der auch eine Nummer bekommen, eine Beweisnummer? Ist das im Präsidium? Hat er. Den schaue ich mir an. Den hole ich her. Oder lass ihn herholen. Okay. Du lässt ihn herholen. Ich wette, er ist leer.
Auf jeden Fall keine Astronomie. Sheriff, das schwarze Auto, das Fluchtauto, war angemeldet auf Lindsay Peel. Registriert auf Lindsay Peel, ja. Hat dann irgendjemand sie auf den Videos zu sehen? Augenzeugen, ja, Augenzeugen sagt, es wäre eine junge Frau. Eine junge Frau hat ihm angefangen. Also es könnte sie gewesen sein oder eben auch nicht. Könnte sie gewesen sein, ja. Sprechen mehr Indizien dafür als dagegen, weil der Wagen wurde ja auch nicht als gestohlen gemeldet. Das ist Sheriff, ich würde mir jetzt gerne die Leiche ansehen. Eventuell der Sheriff ist gerade draußen, um den Rucksack zu holen. Ach so, okay. Aber kann ich das in Eigeninitiative machen? Ja, natürlich. Also ich würde sagen, ich gebe ihm so die Freiheiten. Ich muss ja mit ihm kooperieren. Also. Ja. Was willst du tun? Ich möchte gerne mir die Leiche anschauen, das Schützen, und dabei auch Merkmale, Wiedererkennungswerte, Körper zu achten, Tätowierungen, Piercings, Muttermale, Narben etc. In dem Fall musst du nur in den Keller gehen, in die Gerichtsmedizin, und dir die Leiche zeigen lassen. Dort sind Mitarbeiter vorhanden, gehst einfach runter und springen wir sofort hin, wenn es bereit ist. So, Sheriff Porter, ihr beide bleibt im Büro. Du gehst, um dir diesen Rucksack zu holen, und als du mit dem Rucksack in der Hand wieder in dein Büro kommst, hörst du einen spitzen Schrei. Aus dem Büro? Nicht aus dem Büro. Mach mal eine Horchenprobe. Eine Aufmerksam? Horchen. Eine Horchen. Ich bin unten, ich höre das mal nicht. So. Zweite Spalte. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Irgendwo aus dem Präsidium kommt das. Irgendwo aus. Hat das irgendwer sonst noch mitbekommen? Ein paar Leute ringsherum stehen auf, sehen sich um, und einer flüstert, das war doch Bernice. Bernice ist deine Sekretärin, die vorher hereingekommen ist. Sehr gut. Von wo kam das? Ein paar Leute denken, dass es aus der Küche kam. Dann gehe ich dorthin. Eile dorthin. Schon als du dich der Küche näherst, siehst du, wie Bernice im Türrahmen steht, komplett angespannt, und in die Küche starrt auf den laufenden Wasserhahn. Also gegenüber ist die Spüle, und das Wasser läuft, ist voll aufgedreht, läuft, und sie steht an der Tür und starrt diesen Wasserhahn an. Was ist geschehen? Frage ich. Sie reagiert nicht. Dann gehe ich hin zum Wasserhahn und schaue ins Waschbecken. Du kannst nicht an ihr vorbei. Sie steht im Eingang. Okay. Ich berühre sie so und drehe sie so zur Seite, dass ich vorbeischauen kann. Dann erschreckt sie. Oh, Sheriff! Sheriff, ich Entschuldigung. Sie geht wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz. Ich untersuche die Spüle. Es ist nichts. Gibt es da irgendetwas? Nein, es ist nass. Etwas, was sie erschreckt hat? Eine Maus vielleicht, oder? Nein. Ja, dann drehe ich das Wasser ab. Sonst ist ja nichts. Nein. Verborgenes erkennen. Nein. Die Ultrafähigkeit eines jeden Cthulhu-Investigatoren. Na dann. Ich werde darauf zurückgehen. Heute schlecht. Ich habe den Rucksack. Du siehst, du hast den Rucksack noch, und beim Hinausgehen siehst du, wie sie zu ihrem Platz geht und wie sie auf den Sessel fällt und einfach nur sitzen bleibt. Ich werde nochmal mit ihr reden, aber jetzt ist das hier wichtiger. Ich gehe in mein Büro. Haben wir den Schrei auch gehört? Auch ihr habt einen Schrei von ihm, ja. Oh, Sheriff, da seid ihr wieder. Ja. Was war das? Das war meine Sekretärin. Irgendein Anfall oder so. Ich werde dem noch nachgehen müssen. Soll ich mit dir reden? Ja, ich denke, das wäre besser, als wenn ich das. Aber der Rucksack. Ja, machen wir mal den. Sehen wir uns mal den Rucksack an. Sheriff, ist meine Anwesenheit hier weiterhin vonnöten? Das müssen Sie dem Agent Hunter fragen. Also, das ist Reginas Rucksack, ja, definitiv. Genau. Das ist wahrscheinlich ein wenig schmutziger geworden, aber. Ja, da ist wahrscheinlich auch so eine Itemliste, was drin war. Drinnen sind tatsächlich jede Menge Medikamente. Für was für Krankheiten ist es? Da hast du keine Ahnung.
Das ist für ihr Lungenleiden. Ich war mit ihr ein paar Mal beim Arzt. Also sie hat ziemlich fortgeschrittene COPD. Das ist irgendeine Lungenkrankheit, die so gut wie nicht heilbar ist, soviel ich weiß. Gott. Das heißt, sie... Sie braucht diese Medikamente dringend. Das heißt, sie ist jetzt sogar in akuter Lebensgefahr. Ist schon eine internationale Fahndung rausgegangen? Natürlich. Es ist schon, natürlich, es wird nach ihr gefahndet, natürlich. Bei jeder Entführung. Ich hoffe, sie wird bald gefunden, denn recht lang ohne diese Medikamente wird sie es nicht schaffen. Stimmt. Okay, wie heißt Ihre Sekretärin? Bernice. Okay, Bernice Felton. Dann rede ich mal mit Bernice. Was ist los heute? Okay, dann springen wir kurz zu Agent Hunter, der in der Gerichtsmedizin angekommen ist. Es wird vor dir eine Leiche abgedeckt, wie du sie kennst, tief gekühlt. Und du siehst jemanden, der sich wirklich hier so von unten in den Kopf geschossen hat und die Kugel hat sehr, sehr viel zerstört. Also es ist kein schöner Anblick, großes Loch im Kopf, aber du kennst das ja, daher hier keine Probe. Aber ja, du wirst darin bestätigt, dass das Agent Lewiston ist. Agent George Lewiston. Okay. Also ich bin mir 100% sicher. Ja. Ich muss also keine Körpermerkmale mehr vergleichen. Naja, es ist nicht alles vom Gesicht weg. Okay. Gut, ja, dann habe ich eigentlich... Naja, ich möchte trotzdem schauen, ob irgendwelche Auffälligkeiten sind. Mach mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Schwerer Erfolg. Du bist dir sehr sicher, dass er sich die Haare gefärbt hat. Dass er sich einen Schnauzbart, dass der nur aufgeklebt ist, obwohl er es sehr, sehr gut gemacht hat. Und er hat sich auch die Fingerabdrücke weggeätzt. Interessant. Ich mache mir jetzt Notizen, bedanke mich beim Assistenten und gehe wieder nach oben. In der Zwischenzeit kommt Miss Thompson zu Bernice Felton, der Sekretärin. Bernice, ich bin Claire Thompson. Ist alles in Ordnung? Hallo, ich bin nur etwas durcheinander. Wir haben einen Schrei gehört. Ja, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe die Ermittlungen nicht gestört. Nein, natürlich nicht. Darf ich fragen, warum? Mach mal eine Probe auf Psychologie. Auf Psychologie, gerne. Ist das jetzt 100 oder... Ja, es ist 100. Ja, es ist 100. Also, fail. Das ist 100. Das ist eine 100. Das ist eine 100. Nicht geschafft. Möchtest du kritisch? Ja, also, sie wirkt auf dich wie... Ja, sie scheint wirklich etwas durcheinander zu sein. Du weißt ja selbst, die Entführung eines kleinen Kindes, das kann schon... jemanden mitnehmen noch dazu. Möglicherweise hat sie selbst kleine Kinder und ja, das kann schon, du weißt aus Erfahrung, das kann schon ausreichen. Kann ich die Probe forcieren, weil ich selbst nicht ganz auf der Höhe bin? Nicht bei einer 100. Okay. 100 ist ein sowas, was bei einem anderen System ein Patzer wäre. Also eine 100 kannst du nicht forcieren. Okay. Gut, kann ich Ihnen einen Kaffee bringen oder? Ja, bitte, das wäre... Dann marschiere ich einfach frech in die Küche und bereite Kaffee zu. Okay. Ihr habt ja auch noch Kaffee drinnen stehen. Ich brauche keinen Kaffee. Gut, wenn das erledigt ist, ich... Sheriff, Lindsay war in den letzten Wochen ziemlich durcheinander, sehr gestresst und ich habe sie sogar mal erlebt, wie sie auf ihren Schreibtisch eingeschlafen ist. Sehr ungewöhnlich. Ich würde gerne ins Büro fahren und schauen, woran sie gearbeitet hat. Vielleicht hat sie an einem ähnlichen Fall gearbeitet oder ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Mrs. Thompson, wenn Sie schon dabei sind, könnten Sie bei der Wohnung von Miss Peel vorbeischauen? Wollen Sie einen Polizisten zur Unterstützung mitnehmen? Weiß ich, wo die wohnt? Du kannst
das Nachsehen im Büro. Das ist eine Arbeitskollegin, du wirst es jetzt nicht wissen, aber du kannst dir die Informationen besorgen. Du hast ja hier zwei Vertreter des Gesetzes, also das ist eine Frage der Zeit. Ja, möchte jemand mitkommen oder sonst komme ich wieder her danach? Nun, Agent Hunter, werde ich hier noch gebraucht? Ja, absolut. Wofür? Ich habe eine Aufgabe für Sie. Ja. Machen wir zuerst das fertig, okay. Dann kriegst du Befehle. Ja, ich würde ins Büro fahren und dann eventuell wieder herkommen, nachdem ich mehr oder weniger weiß. Ja, also mein nächstes Ziel wäre das Krankenhaus. Mhm. Oder den Reverend einkassieren. Der Reverend muss eh noch hier irgendwo herumstreifen. Hat den irgendwer gesehen hier im Präsidium? Fragst du herum? Ja. Und gehst du hinaus? Ja, ich gehe hinaus. Du siehst, dass er bei Bernice Felton kniet und ihr... sie scheinbar beruhigt. Das sieht so aus. Ja, dann Reverend Belfort. Sheriff, gibt es Neuigkeiten? So einiges. Können Sie mal mitkommen? Natürlich, natürlich. Und ich geleite ihn ins Büro. Im Büro seid jetzt ihr drei. Bist du wieder ins Büro gekommen. Und du fährst. Ihr drei seid hier. Wunderbar. Mhm. Dann geht er hinein, sieht deinen Tisch und sagt... Oh, Sie haben Kaffee hier. Stört es Sie, wenn ich mir eine Tasse nehme? Do as you please. Danke, danke, danke. Reverend Belfort. Guten Tag, wir wurden noch nicht vorgestellt, denke ich. Ja, Dr. Florence Miller. Guten Tag. Reverend John Belfort. Höchst interessant, Ihre Gesellschaft, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Belfort. Finden Sie? Nun ja, ich hatte vor einigen Jahren das Vergnügen, Ihr Buch zu lesen. Sie schmeicheln mir, Miss Miller. Nun, ich denke, die Herren haben einige Fragen. Wir können uns sicherlich später noch darüber unterhalten. Natürlich, solange Sie wollen. Er nimmt wieder an seinem Kaffee. Wie geht es Ihrer Frau? Nun, den Umständen entsprechend würde ich meinen, dass sie, ja, die Entführung unserer Tochter hat sie mehr mitgenommen als ihre Verletzungen. Doch der Tritt, Sie haben es bestimmt schon an den Videokameras gesehen, denn... Wie Sie sicher wissen, ruhen die Augen Gottes zu jeder Zeit auf uns. Und naja, Ihre Oberlippe ist aufgeplatzt und es fehlen zwei Zähne. Deswegen ist sie noch im Krankenhaus und sie wird psychologische Betreuung ist notwendig. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Oh, wir sind schon 10 Jahre verheiratet. Wenn Sie von Gott sprechen, von welchem Gott sprechen Sie da? Nun, von... dem Gott, von Gott, unserem Herrn, der Gott. Deutet dem Sheriff, dass er mal die Tür sichern soll. Ja, die Tür ist zu. Der Gott, dem es obliegt, unsere Rechtschaffenheit zu beurteilen. Der Gott, dem es obliegt, ein Urteil über uns und über jeden von uns und jeden von Ihnen, wenn ihr mir das erlaubt. Er wird eines fällen. Damit müssen Sie in Frieden machen. Ich bin in einem gläubigen Haus aufgewachsen, Mr. Balfour. Deshalb finde ich es etwas widersprüchlich, was Sie da von sich geben, in Anbetracht dessen und in Anbetracht Ihrer Vergangenheit. Meine Vergangenheit? Ja, nun, sagt Ihnen mein Name nichts mehr? Sagt Ihnen der Name George Lewiston etwas? Nein, tut mir leid. Gut, nun, Mr. Balfour... es liegen Akten vor, nachdem Sie neben Ihrer kirchlichen Institution noch eine weitere betreiben? Er sieht dich verständnislos an. Was soll das denn für eine Organisation sein? Ach, es könnte ja dies und das sein. Wissen Sie nicht, wovon ich rede? Nun, ich bin der Meinung, dass Sie es wissen sollten. Sie sind hier vom FBI. Ja. Nun, Mr. Belfort, er redet offensichtlich von der Kirche des Schwarzen Pharao. Jetzt stellen Sie sich nicht um. Ja, das ist meine Kirche. Was, das betreibt er im Offenen? Natürlich. Es ist eine offene Kirche, die niemandem wehtut. Es ist eine
fundamentalistisch ausgerichtete Ausprägung der christlichen Religion, möchte ich meinen. Ich habe sie vor Jahren in Kenia kennengelernt. Es ist alles in Ordnung damit. Die Kirche ist offiziell angemeldet. Die Kirche selbst, also der Ort unseres Zusammentreffens, befindet sich auf meinem Grundstück. Das ist allgemein bekannt. Wir haben etwas über 100 Mitglieder und es steht jedem offen, unsere Messen zu besuchen. Ist diese Kirche staatlich anerkannt? Natürlich. Was trägt der für ein Gewand? Also anerkannt. Sie ist gemeldet. Mhm. Also das heißt, andere Religionen würden es nicht anerkennen. Aber wir haben ja alle geglaubt, jetzt der ist Christ, also ja, evangelischer Reverend. Ist er. Er ist. Aber er sagt jetzt da ganz offen, dass er zu so einer Sekte gehört. Ganz genau. Okay, ganz verboten. Aber er ist. Ja, er ist. Ist ja soweit nicht verboten. Außer okay. Er ist evangelischer Reverend. Okay, ganz empfindlich. Dann hat er diese Sekte eröffnet. Also diese Kirche eröffnet. Genau. Sie geben zu, dass das etwas schräg ist, nicht wahr? Warum schräg? Ich denke nicht, dass sie den Glauben anderer so im Vorfeld verurteilen sollten. Entschuldigen Sie mich, das war wirklich etwas unhöflich. Ich bin interessiert. Nun, Sie sind herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste zu besuchen. Nun, ich hätte da eine Frage. Natürlich, Miss Miller. Wieso ist die Welt die letzten zwei Male nicht schon untergegangen? Miss Miller, bitte bedenken Sie unseren Gast nicht so. Nun ja. Ich schlage vor, wir schließen uns, wir nehmen seine Einladung an und ziehen unsere Schlüsse. Nun, wenn Sie so einen Humbug sich anhören wollen, bitte. Es gibt keinen Grund, mit irgendwelchen Türen durch irgendwelche Häuser zu brechen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, eigentlich nicht, aber gut. Ich bin mit der Ruhe. Aber Reverend, Sie müssen doch zugeben, dass Ihre Kirche des schwarzen Pharao doch ziemlich extrem klingt. Ich sage Ihnen was, Sheriff Porter. Es ist mir durchaus bewusst, dass ich und meine Kirche auf der schwarzen Liste des ATF zu finden sind. Wissen Sie warum? Weil das ATF in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt zusammengenommen, 6-mal unangekündigt mein Grundstück und meine Kirche durchsucht hat und jeden Stein, den sie finden konnten, umgedreht haben. Und wissen Sie, was sie gefunden haben? Nichts. Alle 6-mal. Und warum haben sie das getan? Ich habe keine Ahnung, warum sie das getan haben. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich auf so einer Liste gelandet sein könnte. Und wieso haben sie uns das nicht schon viel früher gesagt? Das wäre ein Grund, dass irgendwelche radikalen Fanatiker ihre Tochter entführen. Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Sehen Sie es mir nach, Sheriff. Meine einzige Tochter wurde entführt. Glauben Sie, ich kann klar denken danach? Sagen Sie mir mal, wir haben hier Ihren Rucksack gefunden, wo sie lebenswichtige Medikamente drin hat. Was für eine genaue Krankheit hat Ihre Tochter? Sie hat eine, naja, leider muss ich sagen, eine Vielzahl von Lungenkrankheiten, die sich alle gegenseitig etwas beeinflussen. Die schlimmste ist CPO. Oder man spricht CPO, oder? COPD. COPD. Chronic Pulmonary Obstruction Disease. Sie braucht täglich Medikamente, um richtig atmen zu können. Wenn sie die Medikamente eine ganze Woche nicht nimmt, dann wird sie ersticken, so schlimm es klingt. Gott verdammt. Kurzer Hinweis am Rande, ich weiß nicht, ob sich diese Krankheit, ob sich das tatsächlich so verhält. Das ist halt im Abenteuer so beschrieben und für den Verlauf des Abenteuers so wichtig. Wir sind alle keine Mediziner, daher spielen wir das jetzt so, wie es halt beschrieben ist. Nun ja, wir haben hier einen Rucksack mit den Medikamenten, den die Entführer mitnehmen wollten, aber die wurden daran gehindert. Die wollten es mitnehmen? Naja, sie wollten, wenn sie Lösegeld dafür verlangen, sollte die Geisel möglichst lange unbeschadet am Leben sein. Sie glauben, hier geht es um Geld? Geld, Erpressung, irgendwas. Ich meine, sie sind das Oberhaupt einer sehr, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, zwielichtigen Kirche. Wer weiß, welche Fanatiker sie bedrängen möchten. Sie reden hier ständig von Fanatikern und zwielichtig. Wir sind eine ganz normale Kirche. Ja, das sind die Christen auch. Und ich bin geweihter evangelischer Reverend. Ja, aber in Ihrer Freizeit sind Sie auch einer vom schwarzen Pharao. Ich meine, tut mir leid, aber nicht in meiner Freizeit.
Das ist eine Vollzeitbeschäftigung. Oh, Verzeihung, das ist ein Vollzeitschwarzer Pfarrer. Das ist meine Kirche. Ich habe... Ist doch egal. Reverence. Es ist nicht zu leugnen, dass es sich vielleicht... Dass das genau der Grund ist, warum ihre Tochter entführt worden ist. Ja, aber... Ich habe doch keine Feinde. Sagen Sie, kennen Sie irgendjemanden vom ATF? Nein. Die Sie schon so lange, die Sie schon so oft besucht haben? Es waren immer verschiedene Menschen da. Die waren alle vom ATF. Es gab keinen besonders, den ich kennengelernt habe. Sagen Sie, Reverend, kennen Sie eine Lindsay Peel? Seine Miene verfinstert sich, als du diesen Namen sagst. Nein. Haben Sie noch nie gehört, den Namen? Nein. Verborgenes Erkennen. Ja, ich mache Verborgenes Erkennen oder Psychologie. Oder kannst du machen, gell? Können dann eigentlich direkt auf die Gerichtsverhandlung anspielen, oder? Ja, aber ich möchte, dass er das... Ah, Verborgenes Erkennen, ja, hätte ich geschafft. Du brauchst Psychologie, ja, nicht Psychologie, nicht geschafft. Obwohl, ich bräuchte nur 25 Glück. Ja, nur. Könnte ich hier Glück einsetzen? Kannst du machen. Es können allerdings Glückswürfe notwendig sein und da könntest du dir dadurch einen Nachteil schaffen. Dann habe ich nichts, dann habe ich seine Fassade nicht durchschaut. Dann direkt ansprechen, oder? Nein, du bist dir sicher, dass das so stimmt. Also, du hast keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Und was ist dann mit dieser Gerichtsverhandlung vor 3 Jahren? Mit welcher Gerichtsverhandlung? Soweit ich mich erinnere, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Miss Peel wollte... Okay, warte kurz. Da hat es doch eine Gerichtsverhandlung gegeben, oder? Ja, genau. Den Sorgerecht. Okay. Sorgerecht wollte, dass sie das Sorgerecht für ihre Tochter verlieren. Ja. Warum wollten Sie das vor uns verbergen? Wollen Sie nicht mithelfen, dass wir so schnell wie möglich... Weil ich nicht wieder will, dass diese Sache wieder aufgewärmt wird. Verstehen Sie denn nicht, Agent Hunter? Diese Person, diese Frau ist einfach bei uns aufgetaucht eines heiteren Himmels und hat uns beschuldigt, unser Kind zu misshandeln. Sie hat alle möglichen Papiere vorgewiesen, sie hat irgendeinen Richter dazu gebracht, das zu unterschreiben und hat uns unser Kind weggenommen und wir dürfen nicht einmal ein einziges Wort dagegen sagen. Das Ganze hat 6 Wochen gedauert. 6 Wochen wurde uns unser Kind weggenommen und erst danach hatten wir zum allerersten Mal die Chance, uns auch nur in irgendeiner Weise zu verteidigen. Mr. Belfer, Miss Peel ist eine unserer Hauptverdächtigen. Wenn Sie solche Informationen von uns verbergen, schaden Sie damit Ihrer Tochter. Miss Peel. Naja, das wäre sogar vorstellbar. Wenn Sie die Unterlagen der Gerichtsverhandlung haben, dann wissen Sie auch, dass im Schnelldurchlauf uns unsere Tochter wiedergegeben wurde, weil es nicht einen einzigen, auch noch so kleinen Beweis gibt, dass wir unsere Tochter jemals geschlagen haben. Oder ihr Sonstiges angetan haben. Sie wird im Zuge ihrer Krankheit, ist sie jedes Monat bei ihrer Ärztin bestellt. Jedes Monat. Denken Sie nicht, dass es auffallen würde, wenn wir unser Kind schlagen würden? Zugegeben. Wie heißt diese Ärztin? Lucy Dante. Dr. Lucy Dante. Ist in Cleveland. Zufälligerweise im gleichen Hospital... wie seine Frau... Nein, das ist privat. Ach, das ist eine Privatärztin. Ja. Okay. Warum eine Privatärztin? Muss die eidesstattlich... einfach eine Spezialistin, oder? Das Beste für ihre Tochter meint vielleicht. Und fürs Erste wäre ich fertig. Ja, danke, Mr. Belfer. Also, was werden Sie nun tun? Was sind Ihre nächsten Schritte? Wir werden natürlich alle uns zur Verfügung gestellten Hinweisen nachgehen. Genau. Ach, wie oft ich das schon gehört habe in den letzten 24 Stunden. Nun sagen Sie mir doch endlich, was Sie vorhaben. Das werde ich Ihnen sagen. Sheriff Porter, ich bitte Sie. Wenn Sie eine polizeiliche Ausbildung absolviert haben. Das sind Polizeientwicklungen. Es geht hier um mein Kind. Schauen Sie. Sie wissen, dass sie krank ist. Ich komme auch nicht einfach am Sonntag in Ihre Kirche und predige da. Nur weil ich jetzt denke, dass ich jetzt hier gut predigen kann. Also lassen Sie unsere Arbeit machen und Sie sollten sich um Ihre Frau kümmern. Ich möchte jetzt... Agent Hunter, ich appelliere an Sie. Überreden. Ich schließe mich völlig der Meinung von Sheriff Porter an. Ich möchte ihn einfach nur überreden, dass das Beste ist, was er jetzt machen kann. Brauchst du einen schwierigen Erfolg? Einen schwierigen Erfolg.
Nicht mal normalen Erfolg. Kann ich das mit Überzeugen versuchen und auf seine Argumente aufbauen? Da brauchst du auch einen schwierigen Erfolg. Okay. Nein. Leider nicht. Ja, er versucht dir weiter auf den Zahn zu fühlen. Agent Hunter, nun sagen Sie mir doch, was Sie vorhaben. Ich sage es frei schnauze. Ich möchte doch nur wissen, was Sie als nächstes zu tun gedenken. Und hier geht es um mein Kind. Ich denke, ich habe das Recht, das zu erfahren. Hören Sie, wir haben genug Spuren, dass wir uns für Stunden beschäftigen können. Wir sind an der Sache dran. Sie können uns vertrauen. Und ich werde mich an die Medien wenden. Mit der ganzen Sache. Alle Augen Clevelands werden auf Ihnen ruhen. Nun, wenn Sie die Medien dazu holen, müssen Sie sich dessen bewusst sein, dass all Ihre dreckigen Geheimnisse aufgedeckt werden und Ihre Familie in den Macht. Bereits im alten Ägypten wussten die Israeliten, dass die Augen Gottes zu jeder Zeit auf ihnen ruhen, um ihre Taten und ihre Rechtschaffenheit zu beurteilen. Seien Sie sich dessen bewusst, meine Herren. Dann dreht er sich um und rauscht aus dem Raum. Seltsamer Typ. Mr. Reverend. Agent Hunter. Miss Miller. Dr. Miller. Was soll ich hier? Hören Sie zu. Der Reverend führt Gottesdienste. Ich möchte, dass Sie sich das ansehen und eventuell eine Ausgabe seines Buches besorgen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Außerdem prüfen Sie bitte... Ich bin Ägyptologin und keine Investigatorin für komische Religionen. Ma'am, wissen Sie, dass Sie auf dem Gehaltszettel des FBI stehen? Ich kann Ihnen eine Kleinigkeit verraten. Sie verdienen ungefähr das Dreifache. Das im Museum. Vielleicht sollte das... ein halbwegs interessanter Anreiz. Wo befindet sich diese Kirche? Geben Sie mir die Adresse. Geben Sie mein Auto. Ich habe nicht nach der Adresse gefragt, aber sie sollte im Ort bekannt sein. Eines noch. Hören Sie sich nicht nur die Messe an, sehen Sie sich die Leute an, die dort sind. Gesichter, die Sie eventuell kennen, Gesichter, die besonders wirken. Hören Sie auf den Inhalt der Messe. Besorgen Sie sich ein Buch, wenn möglich. Und wenn Sie dann noch Zeit finden, sehen Sie sich die Daten an, ob an diesen Daten irgendetwas passiert ist in der Stadt, vielleicht bei der Kirche, irgendwelche Zeitungsberichte. Nun, vielleicht steht in den Büchern etwas an Opferung oder inwiefern soll diese Apokalypse eintreten? Nun, lesen kann ich durchaus sehr gut. Das habe ich nie bezweifelt, Doktor. Komme ich in das Archiv, ohne dass man mir Probleme macht? Ich kann... Sheriff, können Sie ja einen Deputy-Ausweis ausstellen? Ist ein Visitor-Ausweis, ein Laminat-Dings. Ah, vielen Dank. Wissen Sie, wann diese Gottesdienstzeiten sind? Sheriff. Haben Sie was davon gehört? Die offizielle evangelische, ja, könnte ich sagen, ne? Aber diese. Nun ja, da der Reverend ja sich als Priester des schwarzen Pharao sieht, wann sind die evangelischen Gottesdienstzeiten? Ich sage sie dir. Weißt du die denn? Ja, ich als. Samstag oder Sonntag? Als flüchtiger Sheriff sollte das wissen. Mach doch eine Probe auf Intelligenz. Oder Bildung, wenn du möchtest. Okay. Ist egal, was dir lieb ist. Ja, Bildung. Ich schaffe überhaupt nichts. Du weißt es nicht. Ja, ich bin nicht mehr so gottesfürchtig wie früher. Ich kann es leider nicht genau sagen, aber Sie können herumfragen. Nun, dann werde ich mal Ihre Sekretärin fragen, ob die das vielleicht weiß. Gut, haben Sie ein Auto für mich? Nein, ich habe mein eigenes Auto. Natürlich. Ich habe mein eigenes Auto. Sheriff, tust du das eigenes? Ja, klar. Okay, ich mache hier Urlaub mit dem Auto. Mach ich dir meinen schönen Mercedes nicht voran. Oh, ein deutsches Importmodell. Natürlich. Obwohl, fährt das FBI nicht mit irgendeinem General Motors Wagen? Chevrolet oder so? Kommt doch richtig. Bin so, ich im Büro angekommen? Ja, du bist im Büro angekommen. Okay, ich besorge mir die Akte von damals, von vor 3 Jahren. Alles, was da drin steht, steht auch in deinen Unterlagen. Ich möchte gerne schauen, ob irgendwo das Geburtsdatum von Regina Balfour steht. Ja, das solltest du dir, glaube ich, ausrechnen können. Ne? Du hattest hier, als du, als sie 2 Jahre alt war, was steht denn da für ein Datum? Ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht in meinen Unterlagen aufgeschrieben. ja, ein zweijähriges Kind, da kann ich mir nicht unbedingt ausrechnen. Ja, aber das war 81, oder? Ja, dann ist sie 79 geboren. 79, ja. 79 geboren, ne? Okay, also mehr steht da nicht drin, außer die Dinge, die ich ohnehin schon weiß. Dann möchte ich gerne zum Schreibtisch von Lindsay gehen und mir ansehen, woran sie gearbeitet hat. Der Schreibtisch ist komplett aufgeräumt. So als... Also leer? Leer, komplett leer und aufgeräumt. Okay, und... Du könntest so jemanden neuen da hinsetzen. Und bei den Akten, finde ich da irgendetwas, woran sie gearbeitet hat?
Mach eine Probe auf Spurensuche. Spurensuche? Ja. Habe ich das überhaupt? Spurensuche? 10%? Auch Bibliotheksnutzung. In diesem Falle. In diesem Falle wird auch Bibliotheksnutzung funktionieren, ja. Okay, dann nehme ich lieber Bibliotheksnutzung. Das klappt besser. 57 geschafft, regulär. Sie hat dann überhaupt gar nichts gearbeitet. Es gibt nichts. Es gibt keine Akte, es gibt nichts, das sie in den letzten Wochen bearbeitet hat. Es gibt keinen Fall, sie arbeitet in keinem offiziellen Fall. Dann kann ich den Chef befragen, ob der darüber was weiß. Ich weiß nicht, ob ich da. Wie das Büro geregelt ist, ob es hier einen Chef gibt, oder? Ja, ja, wahrscheinlich wird es irgendwo Supervisor, der die Leute geben, ja. Ja, frage ich den. Der weiß auch nicht mehr. Okay, komisch. Wirklich komisch. Was ist dann das Letzte, an was sie gearbeitet hat? Dieser Fall? Na, das wäre schon ein bisschen lange her. Das wäre schon ziemlich lange her. Für eine Arbeitsmoral. Kann ich das irgendwie herausfinden? Das letzte war woran? Natürlich, aber ich habe das nicht aufgeschrieben. Ist nicht von Belang, okay. Wahrscheinlich. Dann suche ich mir noch die Adresse und deine Telefonnummer heraus. Die findest du, ja? Gut, stimmt, die Adresse. Dann schreibe ich mir die auf. Mhm. Okay, das ist sehr, sehr, sehr komisch. Die Akte vom damaligen Fall nehme ich mir mit, sicherheitshalber. Okay. Okay, das ist sehr komisch. Gut, dann fahre ich wieder zurück. Mhm. Es sei denn, ich kann Glück würfeln, um noch irgendetwas herauszufinden. Nein, kannst du nicht. Okay. Steht in der Fallakte Miss Peels Adresse? Ich habe die Adresse. Ja, okay, die Adresse. Tut mir auch. Ist der Sheriff noch da? Oder ist er schon gefahren? Reverend. Nein, ich meine. Nein. Ach so, ich bin noch hier. Okay. Ihr seid. Ich bin noch hier. Mein nächster Plan ist. Im Moment seid ihr. Wer ist von euch jetzt wohin aufgebrochen? Noch sind ich im Büro. Ich habe im Büro rumgefragt, ja. Die Gottesdienstzeiten, habe ich, okay, die in Erfahrung bringen können? Als du hinausgehst, ja, siehst du, du wolltest ja zu der Sekretärin gehen. Genau, zu, die weiß es vielleicht. Bernice Felton. Ja. Ja, die machen wir einen Wurf. Die kannst dir sagen, ja. Okay, Miss Felton? Sie wissen nicht zufällig die Gottesdienstzeiten in der Kirche, in der der Reverend arbeitet? Ach so, nein, die weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Die wissen Sie. Ich dachte, du meinst die allgemeinen Evangelischen. Ja, die auch. Ich nehme mal an, dass er oder... Das kann sie dir sagen. Aber die Kirche des Reverends, davon weiß ich nichts. Okay. Mhm. Was sind denn die evangelischen Gottesdienstzeiten? Ich als Meister weiß es jetzt nicht, aber ich denke mal, wir sagen... Samstagabend, Vorabendmesse, Sonntagmorgen, normal. Ah, so war's, ja. Also heute am Freitag nicht. Genau. Kann ich, bevor ich aufbreche, aus dem Büro aus noch beim Sheriff-Büro anrufen? Ja, kannst du. Ring, ring. Hallo, Sheriff Porter. Sheriff Porter, hier ist Claire Thompson. Wir haben irgendwie... Also ich konnte jetzt nichts Besonderes finden, aber auf dem Weg hier ist mir eingefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen Regina nichts Schlimmes. Aber es fehlen die Medikamente. Kann man vielleicht bei den Apotheken überall durchfragen, ob jemand solche Medikamente verkauft hat? Ja, nachfragen könnte man schon, aber... Es gibt einige Leute, die wahrscheinlich solche Medikamente wollen haben. Könnt ihr nicht herausfinden, warum? Aber wir wissen, wir könnten ja beschreiben, wie Lindsay aussieht und das kleine Mädchen. Und vielleicht ist ja jemandem etwas Seltsames aufgefallen. Ja, die Information können wir weitergeben, das stimmt. Ich weiß, das ist ein großer Aufwand, weil wir sehr, sehr viele Apotheken durchtelefonieren müssten. Ja. Aber es wäre ein Anhaltspunkt. Ich werde Leute darauf ansetzen. Okay, vielen Dank. Ich mache mich auf den Weg wieder in Ihr Büro. Ja, sollte ich nicht am Büro einzutreffen sein, bin ich schon ins Krankenhaus, um den Wachmann zu befragen. Ich gebe Ihnen auch noch die Adresse von Lindsay Peel durch, für den Fall, dass Sie dort vorbeischauen wollen. Es ist die Street-Nummer. Ja, es ist in Cleveland. Es ist in etwa 20 Meilen vom Polizeirevier entfernt. Das ist ganz schön weit weg eigentlich. Aber gut, ja, danke schön. Okay. Vielen Dank. Bis später. Sagen Sie, Sheriff, wie viele Mautstellen haben wir in der Nähe? Diese werden alle videoüberwacht. Also über in Sharon, nahe Youngstown wäre, wo die Staatsgrenze ist, auf dem Highway 80. Da weiß ja, ich noch, ihr habt hier eine Karte eingeblendet und hier seht ihr, das mit 80 ist die Interstate, das mit der 224 ist der State Highway
Ja, das wisst ihr sowieso ungefähr etwas, wie, wie die Gegend aussieht. Daher, das hier ist die Grenze dann nach Pennsylvania. Was ich meine, sind so Mautstationen, zum Beispiel bei Brücken oder so, wo man mit Auto Schlange steht, ein paar Münzen reinwirft und dann weiterfahren darf, quasi das, was bei uns das Autobahnpickerl ist. Die haben alle Videokameras. Vielleicht könnte man jemanden drauf ansetzen. Das weißt du, ja, ganz genau. Nach dem Kennzeichen und dem Auto auszuschauen. Ja, natürlich, das Auto ist schon lange in Verhandlung. Auch Flughafen oder so wurde schon benachrichtigt. Ja, ich setze meinen treuen Deputy Landers darauf an, dass er die Apotheken durchtelefonieren soll und nach der Beschreibung von Spiel ausschaut. Deputy Landers wird das tun. Danke, Marv. So. Ja, dann mein nächstes Ziel wäre eigentlich, den Wachmann bzw. Miss Belfort zu befragen. Die war ja zum Zeit der Attacke noch schwer verletzt. Sheriff, wir haben eine Psychologin bei uns. Wenn Miss Belfort etwas verbirgt, könnte sie sehr hilfreich sein. Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Seid auf Miss Thompson warten. Okay. Dann seid ihr alle drei jetzt nach wie vor im Revier und wartet auf Claire Thompson. Na, ich fahre eigentlich los ins Archiv, nachdem ich mir die Gottesdienstzeiten erfragt habe. Gut. Das Büro ist dauert einige Zeit. Würde ich das mit dir weitermachen? Okay, gut. Archiv. Das ist näher. Gut, ich komme nämlich an ohne Probleme da rein. Ja. Und da ist auch jemand Nettes, der mir hilft. Was möchtest du denn? Ich möchte möglichst viele Informationen zu dieser Kirche des Reverends finden und vor allem möchte ich Artikel von den Daten 2. August 78 und 2. August 81 und um die Tage darum, um zu schauen, ob irgendwas mit dieser Kirche da passiert ist oder in den Medien zu lesen war. Da gibt es in der Tat überhaupt nichts. Es gibt keine Berichte über die Kirche. Gar nichts? Nein. Dann möchte ich gerne Zeitungsartikel zu diesen beiden Daten haben. Oder? Die findest du, allerdings gibt es da keine Auffälligkeiten. Also da steht nichts drin, dass irgendwie mit dieser Kirche Berührung käme oder auch nichts sonst. Ganz normale Zeitungsartikel. Okay. Kurios. Aber keine Aufzeichnungen über die Kirche? Nein. Dann suche ich nach Artikeln, die mit dem Fall, wo die Kleine dem Deputy, den Reverend weggenommen wurde. Ja, das ist eher allgemein gehalten und etwas reißerisch, so wie Fall von Kindesmisshandlung in Ohio, Cleveland und Reverend missbraucht Tochter und solche Dinge. Aber auch da wird eigentlich nicht von Beweisen gesprochen, sondern mehr so, man versucht das Ganze aufzupauschen, aber richtig, dass es bewiesen wäre, ist aus dem Artikel jetzt nicht ersichtlich. Okay, dann frage ich mal die Assistenz da, ob sie irgendwas weiß zum Reverend, zu dieser komischen Kirche, irgendwelche Hinweise. Da ist ja nichts bekannt. Okay, und zum Weltuntergang wurde in Cleveland auch nichts berichtet, jemals. Nein. Okay, gut, absolut. Also wenn du darauf anspielst, zu diesen Daten ist nichts, sind keine Katastrophen oder sonstiges in der Gegend berichtet worden. Gut, kurios. Ja, dann würde ich mal bei diesem Kirchengebäude vorbeifahren, also zum Grundstück des Reverends, um mich da ein bisschen umzuschauen, ob ich da schon irgendwas finde und vielleicht so ein Buch auftreiben kann. Ob vielleicht hat er welche ausliegen in seiner Kirche. Okay, dann kommen wir noch kurz zu euch drin. Mhm. Ja, wir warten, bis Miss Thompson wieder ins Präsidium kommt. Mhm. Hat Ihnen der Reverend ein Foto seines Kindes gegeben, das wir eventuell zur Verhandlung ausgeben können? Ja, würde ich schon sagen. Ja, natürlich, das habt ihr. Das ist schon gut. Eines der ersten Dinge. Wurde das bereits an die Krankenhäuser weitergemeldet? Ja, sicher natürlich. Das ist eigentlich so Standardverfahren. Standardprozedur bei Entführungen, dass man so die größeren Krankenhäuser, Flughafen, Häfen oder so. Wir sollten eventuell die Informationen den Krankenhäusern nachreichen, dass dieses Kind an dieser Krankheit leidet und eventuell einen Notfall erleidet, wenn die Entführer diese Medikamente nicht haben. Stimmt, dann kann sowas passieren. Mhm. Aber ich denke, dass die Entführer eher diese Medikamente irgendwie auf sekundären Weg bekommen möchten, so damit sie im Verborgenen bleiben. Mhm. Ja. Gut, also ich bin wieder da. Ja, Claire Thompson trifft wieder ein. Gut.
Ich konnte leider überhaupt nichts Neues herausfinden. Mhm. Das einzige Seltsame war, dass das Linses Schreibtisch komplett aufgeräumt war, als würde sie hier nicht mehr arbeiten. Mhm. Sie hat aber nicht gekündigt oder sonst irgendetwas. Klingt so, als hätte sie diese gesamte Aktion schon seit langer Hand geplant. Nicht nur das, ich habe herausgefunden, dass sie seit längerem keinen Fall mehr übernommen hat. Sie war quasi untätig. Außer sie wollte ihre Spuren vermischen. Die meisten Entführer planen so etwas Monate vorher, um sicherzugehen, dass nichts schief geht. Ist die Ägyptologin noch da? Ich habe sie ins Archiv geschickt. Miss Miller ist, Ich hätte gern mehr über diese Weltuntergangsgeschichte gewusst. Denn irgendwie finde ich es seltsam. Also der erste Tag war der 2. August 78. Da war die Kleine noch nicht geboren. Dann beim Wie viel vorher war das? Ein Jahr. Naja, ich weiß nicht genau. Also ein Jahr? Regina ist 79 geboren. Wenn wir jetzt von ganz, ganz wilden Theorien ausgehen wollen, und irgendwie finde ich das alles hier ziemlich seltsam. Also ja, sie könnte theoretisch an diesem 2. August, wo die Welt untergehen hätte sollen, gezeugt worden sein. Dann wäre das das erste Tag, ich habe keine Ahnung. Beim zweiten Mal, wo die Welt untergehen hätte sollen, am 2. August, war sie bei mir. Und jetzt, kurz vorm dritten Weltuntergang, wird sie entführt. Also erneut von ihrer Familie und diesem Kult getrennt? Ja, und das von Lewiston, der damals bei dem Fall mitgearbeitet hat. Ja, und das schon untersucht hat, und dass Lewiston und Lindsay zusammenarbeiten, wissen wir ja schon. Ich hätte gerne gewusst, wo diese Anschuldigungen herkommen, dass die Kirche Waffenschmuggel betreibt und in Dinge verwickelt sind. Nach der Aussage von Mr. Balfour und auch nach meinem Wissen gibt es keinerlei Beweise. Ich denke, ich werde das nachprüfen. Gott verdammt. Eigentlich, Miss Thompson, wissen Sie, wer der Richter war, der bei dieser Sorgerechtsstreithandlung, weiß ich das, gerichtet hat? Ob das in den Unterlagen stand? Es war der Bezirksrichter. Ich denke, wir haben nicht so viele Bezirksrichter. Ja. Es war der Bezirksrichter. Vielleicht wäre es auch noch ein Indiz, ihn zu befragen. Vielleicht steckt er auch mit da drin. Also soviel ich weiß, wegen der Fall so schnell vonstatten gegangen ist. Naja, Linse dürfte damals ziemlich mit ihm geflirtet haben, damit es überhaupt zur Anklage gekommen ist. Und sobald die Belfors vor Gericht standen, wurde das Ganze sofort wieder aufgehoben, weil es überhaupt keine Beweise gab. Vielleicht war es dem Richter zu heiß. Es gab da eben laut Linse diese geheime Quelle, aber sie sagte, es war eine anonyme Quelle, aber ich glaube es nicht. Also vielleicht war es dieser Lewiston vom ATF, wo ja diese Organisation wieder auf dieser Liste steht. Auf jeden Fall, Miss Thompson, ich habe vor, ins Krankenhaus zu fahren, aber ich bin darauf gekommen, Sie sind eine gute Psychologin. Vielleicht können Sie mit Miss Balfour reden, um sie vielleicht zu hypnotisieren oder, keine Ahnung, vielleicht kann sie sich an irgendwas erinnern. Eine Hypnose kann ich definitiv nicht durchführen. Ich weiß nicht, was hier... Hokus pokus. Aber ich kann mit ihr reden, ja, vielleicht... Finden wir irgendetwas heraus? Bis dann, sind Sie dabei? Ja, ich denke, ich werde mein Präsidium anrufen und dort mal durchklingen, um ein paar Infos abzufragen. Eins noch, ich habe mir die Leiche von George Lewiston angesehen. Er dürfte versucht haben, seine Identität zu verbergen. Die Fingerabdrücke waren abgeätzt, er hat sich die Haare gefärbt, der Bart war angeklebt. Was ich nicht verstehe, Lewiston war vom ETF. Er war ein ausgebildeter Agent. Wieso ist er dann so amateurhaft mit dieser Entführung umgegangen? Wissen wir dann wirklich, dass er vom ATF war? Arbeitete er dann noch dort? Inzwischen, meine Sie. Ja. Nun, das ist eine der Dinge, die ich mir anhören möchte. Ich werde mir mal die ganze alles, was bekannt ist über George Lewiston und den Fall von damals, anfangen. Warum würde er sich erschießen, nachdem er die Kleine entführt hat? Ja, wieso ist er nicht einfach geflüchtet? Er hätte sich einfach ins Auto setzen können. Wurde er nicht umstellt? Er hat die Kleine ins Auto gebracht und ist dann wieder hineingegangen. Hat sich die Waffe geschnappt, um sich geschossen? Sehr amateurhaft, also... Nur wahrscheinlich, um vom Fluchtauto abzulenken. Aber er hat auch aus. Ist ein ziemlich heftiges Opfer. Okay, gut, wir fahren ins... Kommen wir zu Sarah Balfour. Gut, ihr beide fahrt ins Spital.
Dr. Miller fährt zur Kirche des Reverend und Agent Hunter telefoniert. Versucht, weitere Beweise aufzutreiben. Damit gehen wir in unsere erste, wohlverdiente, wie ich meine, Pause. Bis gleich.